Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder einen kleinen Vlog von uns. Wir sind gerade aufgestanden. Es ist noch richtig früh am Morgen. Ich bin auch ehrlich gesagt noch halb am Schlafen. Ich bereite jetzt erstmal das Frühstück vor. Die Kinder haben sich Waffeln gewünscht. Heute und morgen ist auch die Kita zu. Das heißt, die Kinder sind daheim und ich sage nur, we love to entertain you. Wir müssen mal schauen, was wir so Schönes machen. Aber erstmal wird lecker gefrühstückt. Das hier sind die Zutaten, die ich brauche. Danny ist gerade noch unterwegs und besorgt Butter. Ich dachte, wir hätten noch welche da. Und unten in der Infobox findet ihr auch das Rezept. Also der Waffelteig ist wirklich so schön fluffig. Und wir freuen uns schon. Lili ist ein Backofen. So. Hi. Muss mich langsam hier rantasten. Wie viel? Ups, ich glaub, weiß nicht, war das zu viel Teig? Upsi. Und tschüss. Und? Wow, perfekt. Aber muss noch ein bisschen. Schmeckt's denn, Kinder? Mhm. Ja? Ja, aber ist ein bisschen heiß. Ist heiß, ja. Mhm. Sehr lecker. Wow. Danny hat das jetzt auch noch richtig lecker verziert. Und ja, die Waffeln sind wirklich perfekt geworden. Die Kinder spielen jetzt hier schön im Garten. Und die Mutti kümmert sich jetzt um den Haushalt. Fast fertig mit meinem Haushalt. Ich muss nur noch den Boden wischen und das mache ich mit unserem neuen Mitbewohner hier von Dreamy. Das ist der H12 Pro. Das ist ein Nass- und Trockensauger. Unser Saugroboter mit Wischfunktion ist ja auch von Dreamy und ich muss wirklich sagen, die Produkte sind so mega effizient und erleichtern einem richtig die Hausarbeit. Das hier ist unser Saugroboter von Dreamy. Den hatte ich euch bereits vorgestellt. Der kommt hier regelmäßig zum Einsatz. Und ich zeige euch jetzt mal die Details von dem H12 Pro. Das ist die kompakte Ladestation des H12 Pro, wo ihr auch extra Platz für euer Zubehör habt und die Ersatzwalzenbürste. In diesen Behälter füllt ihr das frische Wasser auf und da wird nachher das dreckige Wasser gesammelt. Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Modi auswählen, Automatik oder Ultramodus oder auch nur den Saugmodus. Der Staubsauger liegt richtig gut in der Hand, ist überhaupt nicht schwer und gleitet ganz mühelos über den Boden. Der Fußboden wird wirklich in nur ein paar Minuten blitzeblank sauber. Egal ob Flüssigkeiten oder Krümel, der Staubsauger wischt und saugt alles in nur ein paar Sekunden weg. Damit bekommt ihr jeden Fußboden sauber. Mit dem Saugmodus könnt ihr ganz einfach Flüssigkeiten einsaugen, ohne zu wischen und habt direkt einen trockenen Boden. Das Besondere an dem Staubsauger ist auch, dass die Bürste bis an die Ränder reicht und ihr so ganz einfach jede Fußleiste und jede Ecke reinigen könnt. Der H12 Pro verfügt über eine automatische Selbstreinigung und Heißlufttrocknung. Die Walze wird gründlich gespült, bis sie sauber ist und danach wird die Bürste mit Heißluft getrocknet, um unangenehme Gerüche und Schimmel zu vermeiden. Das ganze Haus ist in nur ein paar Minuten blitzeblank sauber, ohne dass man sich viel anstrengen muss. Also der Staubsauger von Dreamy ist wirklich eine sehr, sehr große Hilfe für mich. Ich werde euch den H12 Pro unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr euch das dann auch noch mal alles in Ruhe ansehen. Und es gibt momentan ein mega tolles Angebot für euch, was ich euch auch unten in die Infobox packe. Wir sind jetzt nochmal draußen, ein bisschen frische Luft schnuppern und auf dem Weg zum richtig coolen
Lichte-Museum, was jetzt neu in Dubai aufgemacht hat. Wir haben jetzt nochmal einen kleinen Zwischenstopp eingelegt, weil ich was richtig Cooles auch noch unterwegs gesehen hatte und wollte die drei halt überraschen und ja, bin mal gespannt, ob sie sich freuen. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Das wird richtig cool. Ich hab's schon gesehen. Ja, und? Echt jetzt? Ist cool, ne? Vor allem hier an der Straße direkt. Okay, Leute, könnt ihr es sehen? Hier sind einfach Flamingos. Also echte Flamingos. Also ich muss wirklich sagen, ich bin gerade richtig baff, weil ich hätte niemals damit gerechnet, dass hier in Dubai einfach Flamingos leben. Hey, wie cool. Man muss jetzt hier durch diesen Gang. Und da kann man die dann wohl richtig gut beobachten. Also Danny, die Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. So, hier ist jetzt so ein Raum. Oh mein Gott, Leute, wie krass ist das? Guckt mal, Kinderchen. Die laufen raus aus dem Wasser. Ja, du kannst denen auch winken. Hallo. Kriegen die Futter? Schön. Keine Ahnung. Kann man hier so durchgucken? Ja, das ist schön, wenn die Wasser weg sind. Die kriegen jetzt hier was zu essen. Krass. Wie ruhig auf einmal. Guck mal, wie ruhig die geworden sind. Wir sind jetzt hier beim Lichtermuseum und ich freue mich schon richtig. Also das, was ich so auf den Bildern und Videos gesehen habe, sieht schon richtig toll aus. Mit unserer Tour im Lichtermuseum. Es war echt mega cool. Die Kinder hatten auch richtig viel Spaß. Wir fahren jetzt nach Hause und wollten noch Tschüss sagen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.